Halli, 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 hallo. Ich bin's, der Daniel von Doppel D. Und ich habe mir gedacht, jetzt wo wir Undying anfangen und Domi leider nicht so oft Zeit hat oder wir nicht so oft spielen, und auch schon jemand gesagt hat, dass Undying auch jetzt gar nicht, dessen gar nicht so sein Spiel ist, habe ich mir gedacht, ich mache nebenbei ein eigenes LP, genauso wie Domi mit seinem Brooklyn Mario. Und ich spiele ein schönes altes DOS-Spiel, das ältere Leute, ältere Zuschauer vielleicht kennen mögen, die jüngeren bestimmt nicht. Und zwar Crusader No Remorse, kam 97 raus, unter der Flagge von Origin Studios. Und einige mögen Origin heutzutage auch schon wieder kennen. Ist eine Online-Plattform von Electronic Arts. Und worüber eben Battlefield 3 eben vertrieben wird über diese Plattform. Origin, Ende der 80er, Mitte, Anfang 90er war das eine Spielefirma. Hat saugute Spiele hergestellt, wurde irgendwann von Electronic Arts aufgekauft, geschlossen und jetzt eben als Online-Plattform wieder neu eröffnet. Aber das nur so nebenher. Ja, Origin haben viele Hammer-Spiele gemacht. Wing Commander, die Ultima-Teile, Warren Spector, der Erfinder von System Shock und Deus Ex war dort auch Entwickler in den frühen 90ern. Bis es von EA aufgekauft worden ist, hat dann irgendwann Looking Glass gegründet. Aber das ist jetzt alles Geschichte, Geschichte. Da könnte ich ewig erzählen, weil damals waren die Zeiten einfach noch besser. Wobei mir da wahrscheinlich einige, auch Jüngere, nicht so zustimmen mögen, aber ich lasse mich davon nicht abbringen. Genau, Crusader. Um was geht's denn da, bevor ich das Spiel starte? Ist in der Zukunft angesiedelt und es gibt ein weltgroßes Unternehmen, einen Konzern, der quasi die Regierungen vertrieben hat und im Endeffekt die alleinige Macht hat weltweit. Und zwar das World Economic Consortium, das WEC. Und das ist ein recht räuberisches und unterdrückerisches Unternehmen. Deswegen gibt es dann auch eine Rebellengruppe, die gegen das WEC kämpft. Die Rebellen heißen die salopp gesagt dort im Spiel. Und man spielt selbst einen Elite-Soldaten vom WEC, der irgendwann übergelaufen ist zu den Rebellen. Einen sogenannten Silencer. Und einen Mann in rotem Anzug. Und den spielt man. Ein sehr tolles Spiel mit echt gefilmten Zwischensequenzen, wie ihr schnell merken werdet. Fun Fact übrigens. Crusader ist storytechnisch der Vorgänger von Wing Commander. Ja, Leute, alle Wing Commander kennen. Wer sich die Story von Wing Commander anschaut, dort wird das WEC und dessen Untergang referenziert. Ja, aber genug der Worte. Ich fange jetzt einfach mal an zu spielen. Ich kann nicht mehr richtig tippen. So, schauen wir uns einfach mal das Intro an. Ich bin ruhig und los geht's. Ja, Origin. Ach ja, wie man vielleicht sieht, das Spiel ist komplett auf Deutsch, also auch mit Sprachausgabe. Das heißt, entgegen unserer bisherigen Let's Plays müsst ihr nicht irgendwie Teile nicht verstehen oder euch selbst übersetzen oder wir müssen es übersetzen. Alles Deutsch, alles verständlich. Und jetzt bin ich ruhig. Oh Mann, wir hätten sie nicht gehen lassen sollen. Schnauze, bitte, das waren Zivilisten, keine Rebellen. Wenn du weiter quasselst, erlebt ihr unter Grundwölfen gesehen? Das war kein Rebellenhinterhalt. Der Kommandant hat den Veteran geschickt, um unser Team auszuschalten. Das war Zufall. Sie sind einfach in die Schusslinie gekommen. Was? Zufall? Der Kommandant wollte uns abknallen, weil wir die Veteran gehen ließen. Oh Mann, jetzt haben wir den Salat. Die werden uns garantiert fertig machen. Ruhe, niemand macht uns fertig. Greift die zusammen, Rüge. Du hast doch gehört, was mit Owen passiert ist, Alter. Doch, können wir. Und jetzt still. Also gut, wir haben keine Rebellen gefunden, also konnten wir sie auch nicht gehen lassen, klar? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ah!
Genau. Das war das Intro. Dieser fesche, eventuell junge Mann in Rot, das ist der Spieler. Und die Aktion von gerade, die man gesehen hat, war auch der Auslöser dafür, dass er zu den Rebellen übergelaufen ist, weil das quasi ein Killer-Kommando vom WEC war, um auch ihn auszuschalten. So, neues Spiel. Wegen dem LP spiele ich mal auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad, da das Spiel vor allem in den späteren Levels echt verdammt schwer wird. Spiele ich lieber auf dem Schwierigkeitsgrad, damit ich schön flüssig durchkomme. So, Einsatzbesprechung. Das Spiel ist in Missionen unterteilt, so nebenher. Zuerst einmal herzlich willkommen im Widerstand, Captain. Ich bin sicher, Sie wissen, dass Sie die Zentrale für einen Spion hält. Aber ich verstehe Ihre Handlungsweise, weil ich mir die Aufzeichnungen Ihrer Einsatzbesprechungen anhörte. Ich habe die Zentrale dazu überredet, es doch einmal mit Ihnen zu versuchen. Nutzen Sie die Chance. Machen Sie denen Ihren Meinungswechsel plausibel. Ihre Aufgabe lautet, eine dieser neuen Konsortium-Raffinerien auszuschalten. Der Auftrag eilt. Sie treffen vor Ort einen Informanten, der für Sie einen Sicherheitsausweis hat, sodass Sie freien Zutritt zur Anlage haben. Ihr Hauptziel, Captain, ist natürlich der thermale Kuppler auf der vierten Ebene. Haben Sie die PEC postiert, übermittelt Ihnen einer unserer Extraktionsspezialisten die Koordinaten des nächsten Teleportpunktes, den wir kontrollieren. Alle weiteren Fragen kann Ihnen Ihr Datenschirm beantworten. Alles Gute. Maxis aus. So, das ist praktisch mein Chef gewesen. Und ich werde auch gleich rein teleportiert. So, Items, Looting. Mit Geld kann man sich später Waffen kaufen. Deswegen töte ich leider auch Zivilisten. Im zweiten Teil geht das gar nicht mehr. Macht auch an sich wenig Sinn. Aha. Ja, ja. Weiter. Links unten meine Waffe und Munition. Danach Items. Und dann Lebensenergieanzeige sowie Schildanzeige und allgemeine Energie, die ich brauche, um Items einzusetzen. Das hier oben, was man sieht, was sich da bewegt, das ist eine Kamera. Ich möchte tunlichst vermeiden, von einer Kamera entdeckt zu werden. Da wird ein Alarm ausgelöst und zum Teil fiese Fallen, irgendwelche Geschütztürme und andere Sachen, die mir das Leben schwer machen. Ich hasse diese Geschütztürme. Auch vielleicht kurz was zum Sagen, wem das Blut auffällt und wer das Spiel kennt. Auf Deutsch. Der wird sich sicherlich fragen, warum ich Blut habe. Das Spiel ist eigentlich zensiert. Man muss nur ein Bit in der Echse umstellen. Und schon hat man das Spiel blutig. Mit dem Hexeditor rein und Violence gleich 0 auf Violence gleich 1 stellen. Das nur so nebenher. Ah, das war ja einfach. Ja, das Gelände ist auch übrigens sehr weit zerstörbar. Ich kann quasi alles kaputt machen. Aber es ist nämlich fast alles. Und später werden noch Explosionen extrem viel in der Anzahl. Shit. Ich weiß einfach was. Ich spiele übrigens komplett mit Tastatur. Delle. Weiter geht's. Ja. So, was haben wir hier? Medikit und Spinnenbomben. Ah, ich liebe Spinnenbomben. Ich kann doch mal ganz kurz meinen... Ach Gott, was war nochmal? Da. Einsatzbesprechung. Also der thermale Kuppler, das ist jetzt mein Missionsziel. Den muss ich quasi in die Luft jagen mit einer ziemlich großen Bombe. Die Missionen an sich sind relativ lang. Genau, erstmal zum Informanten und dann den thermalen Kuppler in die Luft jagen. Die Missionen sind relativ lang, also man spielt schon einige Stunden zum Teil dran. Was aber gut ist, sonst wird das Spiel ja zu langweilig. Code 558. Erstmal den Teleporter rein. Rede ich zu viel? Ah! Okay, nee, doch nicht. So,
So, hier wäre, glaube ich, irgendwo eine Falle. Ich darf hier nicht... Ah, doch. Ab, die kaputt. So. So, Schrot finden wir gleich mal eine neue Waffe. Ich kann nochmal ganz kurz vielleicht demonstrieren, wie das Gelände hier kaputt machbar ist. Okay. Das ist sehr unspektakulär, ich weiß. Was ist denn... Ah, ich muss die Steuerung erstmal noch richtig wieder rauskriegen. Später gibt's noch viel krassere Bots. Solche wie aus dem Intro. Die werden vielleicht lästig. So, weiter geht's. Ah, da darf ich nicht durchrennen. So. Ja, das Spiel weckt auch Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, nicht wahr? Es kam 97 raus, da war ich 12 Jahre alt. Habe ich auf Weihnachten bekommen. Ja. So. Die KI ist natürlich nicht sehr berauschend, aber... Was soll's, das ist ein altes Spiel. Sei verziehen. So. Kommt her. Stirb, Schweinhund. So. Noch ziemlich einfach das Spiel. Zu einfach fast. Na? Glaube ich, den Alarm deaktivieren können. So, ich muss den Dampf wegkriegen. Das macht er meistens über die Dinger. Genau. Kleine Schießerei. So. So, der erste Geschützturm da oben kommt gleich. Komm! Charaktere sind übrigens auch digitalisiert, sprich, das sind eigentlich einfotografierte Schauspieler. Was er vielleicht nicht so ganz erkennen mag, aber... Sehr schön. So. Force-Field deaktiviert. Spinnenbomben. Ich liebe sie. Ah, Kamera! Wir mal nicht mitspringen. Na gut, das reicht schon. Ah!